Ja, das ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute Abend dabei sind. Die Schweizer Illustrierte feiern in diesen Tagen 100-jähriges Jubiläum. Wir haben ein Buch rausgegeben mit 100 Schweizer Stars. Und einer von diesen 100 Stars sitzt bei mir im Studio. Das ist der Verwaltungsratspräsident und auch Mitbesitzer von diesem Verlag, der Michael Ringe. Freut mich, dass du gekommen bist, Michael. Michael, wer bist du? Das ist eine Frage, die meine Frau seit fast 40 Jahren probiert zu beantworten. Ich bin sicher jemand, der nicht gerne über sich selber redet. Das machen die wenigsten. Eigentlich auch jemand, der nicht gerne am Fernsehen ist. Also ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Aber es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die jetzt entkommen. Aha, okay. Bist du, komm, kommen die Sachen ein bisschen näher. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Ja, meine Frau meint, es sei gewisse autistische Züge. Nein. Das ist weder introvertiert noch extrovertiert. Das heißt noch mehr? Nein, ich bin an sich gern mit Leuten. Ich bin einfach gern auch. Ich bin nicht jemand, der sich anderen ständig aufdrängt. Genau. Also schauen wir doch mal an, was du selber über dich gesagt hast. Machen wir da mal auf. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Im Studium bin ich nie hergekommen. Das hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich habe Mathematik sowieso nicht begriffen. Und es war an sich fürchterlich und darum habe ich eigentlich nur Tennis gespielt in dieser Zeit. Hast du dir überlegt, was aus dir geworden wäre, wenn du nicht Ringe würdest heissen? Ja, ich habe das Gefühl, der hätte vielleicht gleich studiert. Ja. Oder? Das ist natürlich klar, wenn du, möglicherweise, oder? Mhm. Wenn du den Druck hast, dass du zwingend etwas musst erreichen musst, hätte ich vielleicht anders, hätte ich eine andere Karriere gemacht. Hättest du dich auch vorstellen als Selfmade Man? Eher weniger. Ich glaube, ich bin nicht der, der wie du von Null auf etwas aufbauen kann, oder mein Freund Jürgen Marquardt, sondern ich bin wahrscheinlich schon eher der, der etwas übernehmen kann und probiert, aus dem etwas zu machen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Typen? Der Unterschied, ich glaube, es braucht eine andere genetische Veranlagung, um zu verrecken, selbstständig zu sein, weil das muss man. Oder? Das ist eine riesige Herausforderung. Du hast ja mehrere Generationen von Ringes, die dich über die Schulter schauen. Ist das offenbar einfacher, hat man gehört? Muss sich nicht so viel Mühe geben, aber ist es auch Belastung? Ich habe es nie als Belastung empfunden, aber ich glaube, das verdanke ich meinen Eltern, weil das ist, die Firma hat es irgendwie so gar nicht gegeben. Wir sind so normal, wie das irgendwie geht, aufgewachsen und die Firma war kein Thema. Die erste Leidenschaft, haben wir gehört, war Tennis. Die zweite Leidenschaft seit vielen Jahren ist Kunst. Du kommst jetzt gerade zurück von Miami, von der Art. Hast du fleissig gepostet? Ja, so fleissig das Budget das zulässt. Ich bin schon bald im Budget vom Jahr 2013. Also wie viel war es jetzt gewesen, ungefähr? Ja, das ist eine sehr diskrete Branche. Weißt, das ist extrem diskret. Ja, gut, du kaufst einerseits für dich und andererseits für den Verlag. Wie tust du das unterscheiden? Ja, es gibt, sagen wir, die ganz zeitgenössischen Sachen sind in der Verlagssammlung, die ein bisschen mehr klassischen Sachen sind daheim. Und es ist immer so, wenn ich in der Firma kein Geld mehr habe und etwas unbedingt will, dann kaufe ich es halt privat. Dann kaufst du es privat. Du hast mittlerweile über 2000 Werke, die meisten sind in einem Lagerhaus. Wie so viel Wand hat auch nicht dein Pressehaus oder deine Pressehäuser? Ist das eigentlich sinnvoll? Sie sind schon nicht ständig dort. Wir leihen sehr viel ausleihen. Also etwa 150 Werke sind im Jahr irgendwo in Museen auf der Welt ausgestellt. Und wir sind im Moment am Überlegen, auch in Zürich etwas aufzubauen, wo man mit dieser Sammlung ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kann. Ein Ringe-Museum? Nein, um Gottes Willen. Wieso nicht? Es gibt viel zu viele Museen und zu wenig gute Kunst in den Museen. Also, dann lieber mit den bestehenden Museen zusammenarbeiten. Eine andere, dritte Leidenschaft, die ich dich kennengelernt habe, war das Fernsehen. Wir haben angefangen 1984 mit der Zürich Vision. Das erste private Schweizer Fernsehen ist nur ein paar Tage gegangen, aber es war ein riesiger Erfolg. Und ich habe gemerkt, du bist wirklich am Fernsehen fasziniert. Und jetzt doch, 37 Jahre später, hat Ringe noch kein Fernsehen. Aber was hat es denn gefehlt? Es hat an der daran gefällt, dass das in der Schweiz sehr, sehr schwer ist. Der Fernsehbereich war ja lange ein komplett geschützter, abgeschotteter Bereich. Und dann muss man einfach sehen, wir haben keinen Sprachschutz, wir sind ein kleiner Markt. Und du kennst ja die Fernsehversuche aus eigener Erfahrung. Es ist ganz, ganz schwierig, neben dieser grossen SRG da noch finanziell über die Runde zu kommen. Aber haben Sie trotzdem noch versucht, noch in diesem Jahr da Tele Zürich kaufen, 3 Plus kaufen? Haben Sie das Gefühl, wir müssen jetzt doch noch aufspringen? Ist da nicht eigentlich der Zug verpasst worden? An sich nicht, weil du hast ja gesehen, die Fernsehen gemacht haben, ich glaube, du bist der Einzige, der wirklich glücklich geworden ist damit. Weil du einen gefunden hast, der das abkauft.
gemacht hat. Er hat nachher relativ viel abgeschrieben. Es ist einfach extrem schwierig. Mhm. Und es ist ja immer auch eine Frage von der Preisvorstellung. Wir möchten gerne Fernsehen machen, nach wie vor, aber nicht zu jedem Preis. Eben, aber ihr hättet eigentlich die Chance mehrfach gehabt und habt zurück, irgendwie euch zurückgebunden und sind mit der SRG gegangen, mit anderen. Mhm. Ist da ein bisschen weniger unternehmerisch gedacht worden? Nein, ich glaube im Gegenteil. Weil wenn man heute sieht, wo sind sinnvolle für uns, sinnvolle Fernsehprogramme. Es gibt praktisch keine, weil das Regionalfernsehen ist etwas anderes. Das ist jetzt in guten Händen in einem Regionalverlag. Mhm. Das ist etwas, wo nicht so gut zu uns passt. Und das andere Fernsehen hat Aktionäre, die scheinbar zufrieden sind mit dem und das auf eine Art und Weise machen, wie wir das vielleicht auch gar nicht könnten. Okay. Wir haben jetzt Zürichvision ein paar Jahre gemacht und dann ist etwas Neues gekommen, eine neue Entwicklung, nämlich die Gratiszeitungen. Jeder hatte die Chance gehabt, zuzuschlagen. 20 Minuten ist bei dir auf dem Tisch gelegen, haben es abgelehnt aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Weil du hast dazu mal gesagt, die Werbeindustrie hat heute eine keimfreie Alternative zum bezahlten Journalismus. Sie heißt Gratiszeitung. Da wird nie ein böser Kommentar geschrieben, nie jemand kritisiert, nie eine andere Meinung vertreten. Also eigentlich nicht richtiger Journalismus gemacht. Und nachdem du das gesagt hast, hast du zwei Gratiszeitungen gegründet. Sogar noch mehr. Also gerade in der Schweiz haben wir an sich nur eine gegründet. Ja. Und hast du schon vergessen, Cash Daily? Stimmt, ja. Wobei, das ist eine andere, das ist nicht Gründung, sondern ein anderer Übergang. Mhm. Aber gleich, das ist sicher etwas, wo wir uns komplett getäuscht haben. Eben. Wir haben ein bisschen das Pech gehabt, dass die Schweiz einer von den ersten Märkten war, wo eine Gratiszeitung überhaupt gemacht worden ist. Die Deutschen haben nachher viel mehr können zuschauen, wie es im Ausland läuft und haben besser reagiert. Das haben wir eindeutig verpasst. Eben, aber das ist ja irgendwie, haben das Gefühl, ich mache etwas Besseres und das ist so etwas Niederes, mit dem wollt ihr euch nicht beschäftigen. Mhm. Obwohl ihr gemerkt habt, es könnte ein Geschäft werden, dann haben ihr irgendwie auf den Zug müssen aufkumpeln und es hat dann viel, viel Geld gekostet. Ja gut, also die grosse Gratiszeit, 20 Minuten, hat auch extrem viel Geld gekostet, aber ist wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Und klar, wir haben uns getäuscht. Wir haben einfach nicht an diese Form von Journalismus geglaubt. Aber wir können ja lernen und wir dürfen etwas dazu lernen. Und das haben wir. Und heute sind wir mit dem Blick am Abend eigentlich sehr glücklich. Etwas anderes, was du auch irgendwie abgelehnt hast, und zwar apodiktisch, mehr als irgendjemand anders, ist Internet. Das Internet ist eine Wunderbüchse voll Schwachsinn, Trash, Kabis, Verleumdungen und Pöbeleien. Mhm. Und das hast du in einem Zeitpunkt gemacht, wo dein Verlag Millionen in das investiert hat. Und deine Leute haben sich die Augen gerieben, hast hunderte von Leuten angestellt, die das machen. Und dann sagt der Chef so etwas. Mhm. Hast du einfach die Narrenfreiheit, irgendetwas zu sagen, ohne dass es eine Wirkung hat? Nein, ich würde das heute noch sagen. Willst du es heute noch sagen? So? Geh doch mal ins Internet schauen. Das aber was sagt denn dein CEO das Schweiz? Der sagt, das Haus Ringier setzt konsequent auf die digitalen Medien und stellt auch entsprechende finanzielle Mittel bereit. Natürlich, das schließt sich doch nicht aus. Nein. Wir wollen eben nicht Schwachsinn machen und nicht böbeln und nicht all die Sachen machen. Ja klar, aber trotzdem, du hast ja generell abgelehnt. Ich habe Internet hat es. Sondern du hast gesagt, Internet ist und so weiter. Und jetzt haben viele Leute bei euch im Haus arbeiten daran. Ja, ja. Gehört dann, wie du darüber redest? Ja, gleichzeitig investieren wir am meisten Geld von allen Verlegen wahrscheinlich ins Internet und sind auch extrem weit. Ich habe dort, das, was ich dir gesagt habe, hat sich vor allem auf den Journalismus im Internet bezogen. Und da stehe ich heute noch dazu. Es gibt ein paar grosse journalistische Marken, das sind fast immer Printmarken. Da gibt es ganz, ganz wenige Internetjournalistenmarken und der Rest ist Kabis. Genau. Also ihr sind Teil von was? Ja, wir haben Teil vom Kabis oder nein, von? Natürlich nicht, weil wir machen ja den Journalismus aus der Printerfahrung aus im Internet. Mhm. Und wir haben kein reiner Journalismus, der nur im Internet stattfindet, außer bei Cash. Aber der kommt ja von einer Zeitung her. Ihr habt in der Schweiz eigentlich nur mit Boulevardmedien langfristigen Erfolg gehabt. Entspricht dir das eigentlich vom Temperament? Ich sehe dich anders. Introvertiert, haben wir vorher gehört, feinfühlig, kulturell interessiert, intellektuell und nicht so pöbelnd. Ja, pöbeln würde ich jetzt Boulevard-Zeitung nicht sagen, aber ich hatte immer wahnsinnig Spass daran gehabt. Das war schon bei meinem Vater so. Der hat den Blick heiß geliebt. Mhm. Darum hätte er das auch durchstehen. Das war damals natürlich ziemlich mühsam, den Blick verlegen zu sein. Ich habe eine riesige Freude an dieser Zeitung. Und eine riesige Freude? Ja. Also, du sagst ja, wenn du eben da ein bisschen Probleme bekommst, dann reagierst du so.
wissen Sie, wenn Sie als Boulevard-Zeitungsverleger nicht gewöhnt sind, einfach wegzulassen, was andere Leute über Sie sagen, dann müssen Sie den Beruf wechseln. Das heisst, du machst den Rollladen ab und willst es nicht hören. Ich habe das Gefühl, wenn du so Kritik hörst, bist du immer ein bisschen nervt, stinkt er langsam. Ja, weil immer das Gleiche kommt. Oder? Ja. Aber ich glaube, es ist wirklich, was ich da gesagt habe, ist nach wie vor so. Mhm. Wenn du all die anonymen Schreiben und all das Zeug, was jetzt auch im Internet geschrieben wird und der am Haus bemalt wird, wenn das ernst nimmst, dann musst du einen anderen Job machen. Nein, aber man kann ja sensibel sein. Zum Beispiel Axel Springer, das war ja ein kleines Vorbild gewesen, auch vom Blick mit Bild, hat gesagt, manchmal, wenn ich die Bildzeitung am Morgen lese, leide ich wie ein Hund. Ist dir das auch schon passiert? Nein, überhaupt nicht. Ich ärgere mich. Ich bin ja an sich Journalist. Ja. Und ich ärgere mich als Journalist, wenn manchmal etwas passiert, wenn ich sage, hey, das geht doch einfach nicht. Mhm. Aber das ist etwas anderes. Aber leiden wie ein Hund, wenn man das macht, dann sollte man... Eben, aber du verantwortest dann das, oder? Natürlich, das würde alles in meinem Namen geschrieben. Genau. Was war eigentlich der Tiefpunkt in dieser ganzen langen Zeit, wo du jetzt verlegen bist? Ja, wahrscheinlich schon die ganze Bohrer-Geschichte, weil die war extrem unangenehm. Und dann hast du müssen am Tiefpunkt das in die Zeitung setzen. Wieso hast du das gemacht? Weil es gar keine andere Möglichkeit gegeben hat, als das zu machen. Was wir komplett uns verschätzt haben, wir haben irgendwie das Gefühl, wir müssen um die journalistische Worte kämpfen. Und an sich war das gar nicht das Thema. Das Thema war, darf man über jemand anderen das schreiben, was wir geschrieben haben. Ja. Und das wird in der Schweiz nicht akzeptiert. Das wäre in Deutschland kein Problem, in England schon gerade gar nicht. Aber in der Schweiz nicht. Und wir haben den falschen Kampf geführt und haben das zu spät gemerkt. Das Ganze war ja eigentlich unter der Ägide von deutschen Chefredaktoren und Mitarbeitern gewesen. Und du hast zusammen etwas ganz Interessantes gesagt. Im Nachhinein, ich muss das vorlesen, ich bin überzeugt davon, dass man den beinharten Boulevardjournalismus, wie er in Deutschland und England betrieben wird, in der Schweiz nicht machen kann. Die Schweizer würden das nicht gutieren. Die Schweizer haben eine große Sensibilität dafür, wie man mit Menschen umgehen soll und wie nicht. Und tatsächlich, nach dieser Phase ist eine Phase, wo der Blick mild geworden ist. Das ist genau gegangen, bis die Wirtschaftskrise 2008 kam. Dann hat das nicht mehr gegolten und dann hast du die deutschen Chefredaktoren zurückgeholt, die genau das jetzt machen. Ja, ich glaube auch nach wie vor, dass wir heute die interessantere Zeitung machen. Die machen nicht nur das, die machen auch das. Boulevardjournalismus ist immer eine Grenzgängerei, wo man auch mal abstürzt. Aber insgesamt finde ich, die Zeitung ist heute gut. Sie ist sehr inhaltlich. Das ist ein Teil Sex and Crime und was das alles ist, gehört zum Boulevard, aber es ist nicht das Wichtigste. Aber das stimmt nicht ganz, weil kürzlich an einer Blattkritik hast du gesagt, wenn jetzt Alien in 800 Jahren kommen würden und alles wäre zerstört und sie würden ein paar Blicke noch rumliegen sehen und lesen, dass es in diesem Land nur Mord und Totschlag gegeben hat, dann würden sie die Welt nicht mehr verstehen. Und das ist deine Kritik an deiner eigenen Zeit? Das ist meine Kritik gewesen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen drauf gelost worden. Und ich auch ist eigentlich, ich glaube, schon. Ja. Schau, heute zwei, drei doppelseitiges Interview mit den Bundesratskandidaten. Also unsere Zeitung hat eine gesellschaftliche Verantwortung, weil sie ein Teil der Gesellschaft ist, von der Schweiz. Aber da gehört Politik und Wirtschaft dazu. Aber Kritik von dir war ja, es ist zu wenig Journalismus. Und dann ist einer gekommen, hat dann auch gesagt, mit so Kindersoldaten, das war der Ausdruck, kann man keine relevante Medien machen. Ja gut, das habe ich nicht gesagt, würde ich im Leben nie sagen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein dummer Spruch. Er kommt aber auch noch von anderen Seiten, von Leuten, die sehr nachstehen. Aber es ist ganz klar, wir sind dran, journalistisch zu investieren. Wir brauchen noch mehr Journalisten, wir brauchen noch bessere Journalisten und da sind wir auf dem Weg dazu. Aber warum braucht man da ausgerechnet Deutsche? Weil die haben ja zwei Sachen gesagt. A, Deutsche können besser schreiben und Deutsche können Boulevard besser. Und dann hast du ja gesagt, in der Schweiz kommt ja das nicht an. Und da frage ich mich, wir haben jetzt eine Journalistenschule seit glaub 20 oder 30 Jahren. Haben Sie da kein Talent gefunden, das Sie so im schweizerischen Stil machen können? Also nochmal, 98% der Mitarbeiter vom Blick und Sonntagsblick sind Schweizer. Nur die Chefin? Die beiden Chefin, das ist jetzt ein Zufall. Das ist kein Zufall. Das ist Doktrin. Das du hast es erklärt. Nein. Du hast erklärt, Deutsche können es besser, was vielleicht ja, das ein bisschen demotivierend ist für die Schweiz. Nein, es gibt einen einfachen Grund. Die Industrie gibt es nicht. Wir sind die einzige Boulevardzeitung. Also,
können die Chefredaktoren eigentlich nur aus dem eigenen Haus kommen. Ja. Und in Deutschland gibt es Wettbewerb. Und du weißt ja selber, im Fernsehen ist es doch genau gleich. Deutschland hat doch viel mehr Fernsehprofis als die Schweiz. Aber das spielt doch keine Rolle. Die Schweiz kann doch in jedem Bereich Weltklasse bringen. Im Tennis, im Fußball, in der Bank. Ja, aber überall. Die messen sich international. Das können wir nicht. Eben, der Federer spielt in Shanghai, der Federer spielt in London. Ist ein 100-Talent. Aber in München nicht einmal. Journalismus die haben es sogar noch einfach. Sie sind ja sogar ein Monopol. Und trotzdem müssen sie da auf ausländische Hilfe zurückgreifen. Und dann haben die Chefredakteure, die nicht einmal in die Arena gehen können. Das ist doch ein bisschen speziell. Ja, also ich weiß nicht, warum der Chefredakteur nicht in die Arena gehen kann. Ja, du weißt es ganz genau. Weil alle würden sagen, was? Der Deutsche ist der Chefredakteur vom Blick und das würde am Image, das der Blick transportiert, nicht entsprechen. Ja, überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Chefredakteur vom Blick ein Deutscher ist, wissen jetzt praktisch alle Leser. Also, das ist doch überhaupt kein Problem. Es ist wirklich so, Boulevardjournalismus ist ein Handwerk. Und das Handwerk ist in der Schweiz sehr schwer zu erwerben. Das kann man praktisch nur beim Blick und beim Sonntagsblick. Genau, für das haben die ja Schule. Jetzt kommen die alle von Springer und da gibt es ja gesellschaftspolitische Erklärungen, die alle müssen unterschreiben, für was sie stehen, wo der Axel Springer gemacht hat. Alle müssen unterschreiben, wir sind für Amerika, Israel und überhaupt, dass man Menschen irgendwie so und so behandelt. Gibt es das bei Ringe auch? Das haben wir noch nie gehabt. Ich halte das auch für in einer einmalige Sache, wie das dort gehandhabt wird. Ich weiß nicht, wie ernst das heute noch genommen wird. Ich finde, das ist auch nicht nötig. Muss man nicht diesen Leuten doch gewisse Grenzen geben? Weil da können ja Sachen passieren wie Folgendes. Da kommt dann plötzlich so etwas im Vorwahlkampf. Kosovare schlitzt Schwinger Kehle auf. Und das war das eine. Und kurz darauf ist, wenn das als Inserat von der SVP kommt, dann frage ich mich, Michael Ringe, wie findet er das, wenn er den SVP die Wahlinserat im Prinzip vorschreibt? Ja gut, das ist einfach textklar und nichts anderes. Das ändert nichts daran, dass man diese Ziele kann, ich finde, die kann man machen. Kann man sie machen? Die kann man machen, ja. Wir haben auch schon geschrieben, also manchmal, wenn Schweizer etwas gemacht haben, steht auch Schweizer. Ja, aber es ist jetzt gerade wieder letztens etwas drin gestanden. Aber selten. In diesem speziellen Fall kann man es machen. Also ich finde es ja noch speziell, weil die haben das noch im Blick, weil als Inserat schalten. Die Antwort ist, aus ethischen Gründen können wir das Inserat bei uns nicht schalten. Jawohl, aber das war etwas anderes. Das ist, oder, wenn du es als Inserat siehst, ist es generell wirkt es ganz anders. Weil Kosovare schliesst Schweizer ab. Ja, aber sie hatten noch andere Ziele am Anfang. Also, die ist einfach mit N, aber nachher ist das schon ein Unterschied. Aber aus ethischen Gründen nehmen wir das nicht, obwohl es selber auf Seite 1 geschrieben hat. Ja, es ist etwas anderes, ob du das als Inserat platzierst oder ob du journalistisch darüber berichtest. Das ist ein riesen Unterschied. Ja, aber wie ist es jetzt für dich? Weißt, weil du stehst für gewisse Sachen, deine Frau Ellen hat Rock gegen Hass gemacht, dass jetzt die SVP offenbar das Gefühl hat, unser Wahlhelfer Nummer 1 ist der Blick. Also, die SVP hat jetzt zum ersten Mal in der Geschichte vom Blick nach, ich weiß nicht, Hunderttausenden von Schlagzeilen eine genommen. Ja, aber so der. Aber ihr habt ja eure politische Haltung ja geändert. Viele sind ganz klar gegen Blocher gewesen. Und dann, wo es dann eben ein bisschen wirtschaftlich ein bisschen schwieriger geworden ist, haben sie gesagt, kommt nicht mehr so drauf an. Und euer früher erfolgreicher Chefredakteur, Peter Rübersachs, ist genau wegen solchen Sachen geflogen, wo er dort die Anti-Tamilen-Kampagne gemacht hat. Bist du heute einfach ein bisschen relaxter in solchen Sachen? Also das sind jetzt jede Menge Unterstellungen gewesen. Der ist nicht wegen dem geflogen, aber es ist natürlich damals eine Tonalität gewesen, wo das ist eine Kampagne gewesen, wo über Wochen, über Monate gegangen ist. Und das ist etwas völlig anderes, als wenn du eine Schlagzeile machst und dann vielleicht noch ein oder zwei darauf zurückkommst. Das ist komplett anders. Aber es sind jetzt sehr viele Schlagzeilen gekommen mit Kosovaren und Raser etc. Das stimmt ja mit Raser. Also Entschuldigung. Ausländer immer mit Nationalität. Das stimmt auch nicht. Auch da gibt es einen Haufen. Also, versetze dich doch einmal in die Rolle von der Mutter, die das Kind überfahren wird und etc. Die findet das eigentlich, darf man auch Raser schreiben. Okay. Ich finde auch, ich versetze mich auch in die Familie, wo ein Sohn 3 Finger verloren hat, weil eine Petarde in seiner Hand explodiert ist und wo er dann während Tagen als Petardentrottel bezeichnet worden ist und auch erkennbar bezeichnet worden ist, nachdem er eigentlich sein Leben dort irgendwie verpfuscht hat. Ja gut, das war jetzt ein Fall, wo es relativ weit gegangen ist, aber
du doch mal den Blick-Chefredakteur in die Sendung einladen. Der kommt das ja mit so. Ihm diskutieren. Die kommen gar nicht, weil du bist ja dort. Und ich finde das toll. Du sagst, man sollte mehr Journalismus machen. Mhm. Und deine Analysen sind grossartig, sie werden noch nicht umgesetzt. Aber lieber Roger, du bringst jetzt wieder ein Beispiel von 300, wie viel, 20 Schlagzeilen im Tag. Ist das eine gewesen, der Petardentrottel? Ja, der ist relativ weit gegangen. Vor allem ist er immer wieder gekommen. Es ist dann noch grad. Hast du das gut gefunden? Ich habe es in der Impertinenz nicht so gut gefunden. Mhm. Ich hätte es zurückgenommen. Das kann man mal schreiben. Auch da wieder, wenn du heute praktisch nicht mehr kannst, als Familie mit Kindern im Stadion, ist das nicht lustig. Das also die da mit diesen Petarden manipulieren, ist alles unakzeptabel. Das ist relativ eingegangen. Es ist gleichzeitig ist noch irgendein Rasertepp, auch noch gerade gleichzeitig in der Zeitung. Also die Anhäufung ist mir ein bisschen viel. Du sagst ja, aber und ich glaube, vielleicht müssen wir uns das anschauen. Das Allerwichtigste ist, dass quasi jede Geschichte im Blick muss exklusiv sein. Wenn Sie etwas verkaufen für 1.80 Franken, können Sie es nur noch machen, wenn es exklusiv ist. Wenn das Gleiche in der Gratiszeitung gratis erhältlich ist, kauft niemand Ihre Zeitung. Also da fällt mir Folgendes. Keine Zeitung kann alles exklusiv machen. Das ist eine Forderung, die ich ja. Zweitens, es kann zwar exklusiv sein, aber vielleicht irgendwie irrelevant. Vielleicht wäre das auch noch ein Kriterium, das man hätte erwähnen können. Ja, aber das ist ein selbstverständliches Kriterium, wenn man von Journalismus sagt. Und das selbstverständlich weiss ich auch, dass nicht jede Sache kann exklusiv sein kann. Aber man muss ja Ziel hochsetzen. Klar. Man muss ja bei jeder Geschichte, die ein Journalist im Blick schreibt, ist doch seine Frage, wie exklusiv bin ich damit? Mhm. Aber eben sollte dann auch noch relevant sein. Jetzt haben wir eine Anhäufung von Mord und Totschlag. Wenn man wirklich den Blick liest, hat man das Gefühl, das Land ist kurz vor Sodom und Gomorra. Sorry, das stimmt einfach schlecht nicht. Ist das deine Meinung? Nein, das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich habe mehr Politik, mehr Wirtschaft gefordert. Genau. Das heisst nicht, dass es anderen muss weniger geben muss, sondern irgendwo das Verhältnis nicht mehr wirklich stimmen. Jetzt sind ja neue Verlage in der letzten Zeit. Die verkaufen ja nicht nur Zeitungen und Zeitschriften, sondern Erbsli, Rüebli, Stars, x andere Sachen. Und da gibt es ja möglicherweise mal Konfliktsituationen, auch sehr oft überlegt und auch selber schon gemerkt, ob man jetzt für den kurzfristigen Gewinn sich entscheidet oder für die langfristige Glaubwürdigkeit. Also Interessenkonflikte sollte man eigentlich vermeiden und nie schaffen sie. Ja, im Gegenteil, wir können doch das gar nicht anders machen. Wenn du heute im Internet tätig werden willst, musst du aus dem Journalismus rausgehen mit diesen Sachen. Mhm. Ich rede nur vom Internet, weil Journalismus ist etwas vom Schwierigsten im Internet. Es ist ganz, ganz schwierig, dort ein finanzielles Erfolgsmodell zu finden. Also müssen wir andere Sachen machen. Und dann machen wir Sachen, wo wir eine gewisse Nähe haben dazu. Wir verkaufen Billette, wir haben eine Firma, wo man Geschenke kaufen kann. Das passt irgendwie alles, aber natürlich hat es mit Verkaufen zu tun. Eben, aber dann ist die Frage, wird dann nicht der Journalismus gefährdet? Ich habe ein Zitat von dir, das hast du mal selber gesagt. Ich schließe aber nicht aus, dass Journalisten plötzlich sagen, ja Mensch, das ist ja ein Partner von Ringe, machen wir lieber eine andere Geschichte. Das kann durchaus sein, oder? Und wir können ja nichts anderes machen, als den Journalisten Mut zu machen. Und ich muss sagen, wenn ich die Zeitungen anschaue, bis jetzt habe ich einfach immer wahnsinnig viele Unterstellungen gehört, aber was? Nicht in dieser Beziehung. Aha, aha. Nein, du sagst es ja selber. Natürlich kann das vorkommen. Die Geschichten, die nicht geschrieben werden, auf die kann man auch gar nicht eingehen. Ja, aber die hat natürlich, jeder Verlag hat Geschichten, die man nicht geschrieben hat, weil in einer Redaktion gibt es Beziehungen und plötzlich ist ein Journalist sagt, nein, aber über den können wir das nicht schreiben. Das ist ein Alltag vom Journalismus, eben, eine ständige Frage. Aber wenn so grosse Interessenkonflikte hat und immer mehr und mehr und mehr hat, dann wird man doch als Journalist eingegangen. Ich habe das erlebt bei Sat.1, wo ich Chef war, musste da Gegensteuer geben. Und ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, gerade Schweizer Illustrierte, da kann man nur einmal schwerlich unterscheiden, was ist redaktioneller Teil und was ist so der Werbeteil, vielleicht ganz klein überschrieben, mit Publireportage, dass man dort wahnsinnig weit geht und hofft, dass das Leser nicht so merken. Nein, im Gegenteil, bei der Publireportage ist auf jeder Seite das merkliche Publireportage, also das sieht jeder, das also in unserem Alter kann man das noch ganz deutlich lesen. Aber da sie aufgemacht sind, mit dem gleichen Titel, mit der gleichen Schrift. Aber es steht ganz deutlich drauf. Ja, aber, und es ist auch nicht identisch aufgemacht. Es gibt gewisse grafische Unterschiede. Also auch da, es ist ein bisschen konstruierter Vorwurf. Ja, nein, du weißt, dass es ein ernsthafter ist. Und ich sage auch nicht, dass ihr da grosse Fehler macht. Aber du kommst in eine Situation, wo es immer schwieriger wird.
Also selbstverständlich ist das Potenzial für diese Sachen da. Mhm. Und wir sind uns dem bewusst, das ist auch eine Diskussion, die wir führen. Aber unsere Redaktionen arbeiten, Gott sei Dank, bis jetzt komplett unabhängig und machen ihren Job, finde ich, sehr gut. Mhm. Und ich mag mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo wir haben müssen sagen, hey, also das geht jetzt nicht. Gut, vielleicht weißt du auch nicht alles, ist auch klar. Aber sag mal, jetzt kommt eine Frage, vielleicht die schwierigste, die heikelste in der ganzen Sendung. Und ich weiss nicht, ob du ehrlich antworten kannst. Wenn du dich eines Tages müsstest entscheiden, ob du eine von diesen beiden Sachen müsstest weggeben, deine Kunstsammlung oder deinen Verlag, für was würdest du dich entscheiden? Das ist eine virtuelle Frage. Ich weiss. Sicher Kunstsammlung, weil der Verlag ist in der fünften Generation. Wir können uns gut vorstellen, dass es in der sechsten Generation ist. Das ist etwas, das über 180 Jahre bald entstanden ist. Das gibt man nicht einfach weg. Andererseits das Herz von dir, deine Leidenschaft ist bei der Kunst im Moment. Nein, es ist für beides. Ich verbinde auch beides miteinander. Mhm. Okay. Lassen wir es da stehen. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar wieder von der Zürich Vision von 37 Jahren folgende Sequenz. Das Problem bei der SRG, ich glaube, wir sehen es heute Abend auch wieder ein bisschen, es hat einfach zu viele Krawattenträger und wenig Meinungsträger. Okay, du bist ja eigentlich mittlerweile auch ein Krawattenträger. Du bist jetzt irgendwie so im Stil von der Zürich Vision, um sich mir anzupassen, ohne Krawatte kommen. Aber ja. Ich habe kein Lederjäckli an, wie damals. Aber eben, du bist jetzt damit jetzt, du bist noch ein bisschen der Outsider und so, der Rebell, und jetzt bist du Teil, voll Teil vom Establishment. Das ist halt so, das ist dir, glaube ich, nicht ganz unendlich gegangen. Ja, nein, schon ein bisschen anders. Aber danke vielmals, dass du gekommen bist. Jawohl, das ist er, also der Michael Ringe. Und viel Spass, viel Freude an der Festivität an diesem Wochenende. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. In unsere Sendung Spätabend schauen. Die gleiche Sendung gibt es heute in einer Woche um die gleiche Zeit. Gute Nacht und viel Vergnügen. Danke.